Ach, ist das schön heute Morgen. Was ich hier schon wieder alles beobachten darf und hören darf. Ich habe die Vögel, die ihr jetzt auch gerade hört. Ja, das Summen der Bienen, Libellen, Schmetterlinge, die ich schon so zusehen darf. Oh, da hinten sind zwei Libellen. Oh, wie schön. Mann, die waren ganz schön groß. Definitiv größer als der Schmetterling, der direkt daneben rumflog. Da ist wieder eine. Ja, vielleicht kriegen wir ja gleich noch bei diesem Gartenrundgang, Gartenspaziergang irgendwie nochmal was in die Linse. Da fliegt sie wieder. Ja, die ist da auf dem Eck. Fliegt da. Spannend. Ich sehe rot-gelbe Farbe, so ein bisschen bräunlich. Hier ist sie. Ja, wer weiß. Wenn es sein soll, kommt's. Wenn nicht, dann nicht. Ja, erstmal vorweg, es fühlt sich gerade wirklich nach einem Traum hier an. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, eine halbe Stunde hier oder so, bin nicht so aus dem Quark gekommen, was den Videodreh angeht. Habe jetzt diesen Start auch ein paar Mal angefangen, den Einstieg ins Video. Ja, der Lars ist noch ein bisschen knitterig, aber es soll uns nicht daran hindern, den Garten erkunden zu gehen. Und der hat es definitiv in sich. Na, jetzt haben wir ja auch noch eine... Hummel war da gerade, eine Steinhummel oder Mauerhummel, ich kann es mir einfach nicht merken. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Was ist denn los? Hi. Oh, der wurde gerade eine Schaukel benutzt. Das ist ein Insider, aber ja, das ist voll genial. Ja, die Vögel, die lieben die Weide auf jeden Fall. Also Weide kann ich nur empfehlen. Ich sitze jetzt gerade ein bisschen lange, aber das hat sich jetzt nun gerade so ergeben. Soll auch ein ganz entspannter Rundgang gleich werden. Ich mache keinen Stress, ich mache ganz langsam. Ich werde auch mal Pausen einräumen, was das Reden angeht, definitiv. Ja. Ein schöner Ort. Gut, will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Sollen wir einfach mal loslegen. Im Garten hat sich wirklich so viel getan. So viele schöne Ecken, so viele schöne Pflänzchen, so viele Pflänzchen, die ihr noch nicht gesehen habt. Sachen, auf die Flo und ich gewartet haben. Also wir haben da auch schon die ganzen Monate so ein bisschen kommen sehen, was kommt. Oder jetzt schon da ist. Und das wird definitiv noch mehr. Jetzt fängt der Sommer erst so richtig an, vom Gefühl her. Aber in Nordfriesland ist das immer so eine Sache. Ne? Wir haben immer so halbgare Sommer gerne. Ich glaube, das erste Jahr, als ich hier auf YouTube war, da gab es mal, ne, wie man so schön sagt, ein Tomatenjahr. Hier sind ja lauter Freilandtomaten. Das wird eben auch gut bekommen und das erhoffe ich mir dieses Jahr. Irgendwie habe ich das im Gefühl, das sind Tomatenjahr und die sind bisher auch schon ganz weit gekommen. Wir hatten auch ein paar Unfälle bei den Tomaten. Da ist was von dem Gestell runtergekommen, Sachen, die noch nicht fest waren. Also das Eigenverschulden definitiv. Gab richtig, richtig Sturm, auch ein paar Schäden hier. Das wird hier auch einfließen. Aber dafür, dass das solche Unwetter gab, steht das hier noch alles wunderbar. Und das möchte ich euch zeigen. Also ich kann es kaum abwarten. Ist eine Weile her. Ich schnapp mir jetzt mal das Stativ, beziehungsweise einen Teil davon, und stratze mit euch durch den Garten. Ja, kann einfach mal losgehen. Hier unter dem Weidenpavillon hatte ich gerade Platz gefunden. Und ja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, gerade in den ersten Momenten, dass ich da auf einer Bank saß, die man vielleicht noch nicht kennt. Und wenn ich dann schon mal hier bin, dann fangen wir doch mal an, hier mit dem Geschichtchen, einmal mit dem Weidenpavillon, einmal ein bisschen zeigen. Hier vorne haben wir eine schöne Nachtkerze und ihr glaubt gar nicht, wie die duftet. Das ist so ein schönes Gewächs. Ja, davon würde ich auch gerne mal Salbe herstellen. Hat eine Freundin, die das gerade gemacht hat letztens. Ich bin ja derzeit so im Kräuterfieber, das ist die nächste Libelle. im Kräuterfieber und sammel und möchte auch das ein oder andere herstellen, habe da dementsprechend auch Sachen vor mit Ölen, Tinkturen vielleicht, mal gucken, steht ein bisschen hinten an, aber Johanniskrautöl zieht gerade auf der Fensterbank durch, schön die Sonne drauf, und auch Tee habe ich da gesammelt und auch hier vorne die Wildbienchen, wenn ich das richtig sehe aus der Ferne. Hier können wir gleich rumgehen. Also knurrender Magen wird mich begleiten. Ich habe noch nichts gegessen, muss ich zugeben. Ich bin noch hierher gekommen, weil ich nicht ganz so fit war. Und ich denke, dieser kleine Spaziergang, dieses Flanieren durch den Garten, das wird mir sehr gut tun. Mit euch ein bisschen Videodreh machen. Und ja, hier vorne machen wir einfach mal weiter. Ich finde jetzt einen Punkt, ich möchte mehr den Garten zeigen. Den Traum, ja, in dem ich irgendwie leben darf, in dem ich sein darf, in dem ich
mit anderen Menschen immer wieder schöne Zeiten verleben darf. So, das ist schon ein ganz schöner Ort, ein schöner Kraftort. Wollen wir gucken, wie wir jetzt durchkommen. Das Zwitschern geht bestimmt weiter, aber es gibt jede Menge zu entdecken. So, zum Pavillon zurück. Hier vorne hatten wir die Nachtkerze, aber hier ist so ein bisschen durchgekommen. Namen habe ich jetzt nicht parat, hat mir bestimmt schon mal jemand geantwortet in den Kommentaren. Oh, ich sehe gerade, ich habe den Lebhaftfilter drin. Ui, das ist ja mal hier, da, das gefällt mir ja mal gar nicht, muss ich mal sagen. Wisst ihr, ich schalte mal um. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so hinterher fandet. Ja, ich komme nicht zum Punkt, die Hand war selbstständig. Ich wechsle einmal den Filter und dann geht das Video weiter. So gefällt mir das schon besser. Sorry dafür, aber früh genug gemerkt. Also es wächst hier und hier vorne, wo ich saß, ist eine Bank entstanden. Und zwar riesengroß. Ihr könnt das sehen, das ist eine 1,5 Liter Flasche. Eine Riesenlehne. Ich bin ein langes Elend. Eine Konstruktion, die ja bestimmt an die 50 Schrauben verschlungen hat. Dementsprechend auch Bohrlöcher am Bord ja vor, damit das nicht spaltet und natürlich lange hält. Ja, die Konstruktion will ich jetzt gar nicht näher beschreiben. Da könnte ich mich lange dran aufhalten. Vielleicht kommt das mal in ein anderes Video. So, und wir tingeln einfach mal weiter und schauen noch mal von hinten der Bank hier rein. Da könnt ihr mal sehen. Ja, das sind hier so die ganzen Rohstoffe. Hier hatten wir ja so drei Bänke. Saßen wir nie so richtig und jetzt wollte ich das ein bisschen attraktiver machen. So, jetzt irgendwie war gerade eine Spinne auf mir. Wir tingeln mal weiter. So, hier ist eine Kronlichtnelke. Voll schön. Ja, und hier vorne ist ein bisschen Baustelle. Hier wird nämlich gerade das Mini-Gewächshaus abgerissen. Jetzt läuft die Spinne auf mir rum. Was ist denn hier los? Ich habe die voll in den Ich glaube, die Haaren. war ganz schön groß. Die lief hier gerade von meiner Nase rum. Ja, ist so, ne? Gehört dazu. So, machen wir mal weiter. Jetzt geht's los. Guckt euch das an. Ich möchte euch einmal einen Blick verschaffen, wie schön das hier gerade aussieht. Herrlich. Wirklich richtig herrlich. Ja, und hier vorne haben wir einen Kürbis und der ist gar nicht mal so klein. Knusper, knusper, knusper. Ich muss bald mal gießen. Das mache ich nach dem Video. Das Ding da, das ist riesig. Das ist schon Medizinball. Hier hängt noch einer runter. Ich denke mal, da könnte Gefahr laufen, abzubrechen, aber dann ist das so, wir haben hier so viel Kürbis dran, wir kommen nicht hinterher mit dem Stabilisieren. Aber vielleicht werden wir auch überrascht und kriegen gezeigt, was das Gewächs so auf dem Kasten hat. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Hilfe gegeben, hier so ein bisschen zum Hochkommen. Ah, das ist echt ein Riesending. Ja, hier die Leiter. Und ja, wir hatten hier noch so ein Ding im Bunker stehen. Und ja, hier ein bisschen mit der kaputten Schubkarre stabilisiert. Und jetzt soll das hier überall so ein bisschen rumlaufen, rumwachsen. Ich sehe gerade, hier ist einer. Der soll eigentlich hier lang. Da kann ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Ja, wollen wir uns nicht länger dran aufhalten. Wir gucken mal durch den Garten. Denn es ist so, boah, das knallt ja richtig hier von der Wärme her. Wow. Also dann schließe ich mich mal kurzfristig hier nicht mit dem Stativ noch hin und her zu laufen und verschiedene Perspektiven einzufangen. Ich bin froh, wenn ich hier jetzt so aalglatt durchkomme und das ja, weniger Stress wird, weil das andere wird meine Energie fressen, wenn ich hier hin und her hampel und die eine oder andere Szene dann ja, übergangsmäßig recht aufwendig dann drehe. Ich habe es ja die letzten Jahre auch so gehabt, dass ich im Sommer so ein bisschen zurückgefahren habe, den Aufwand auch, weil es für mich in die Erholung, Urlaubszeit geht, wie man das auch immer nennen möchte. Ein bisschen runterfahren, Garten genießen, Wetter genießen und das ist jetzt auch der Fall. Und dann sind mal solche Videos entstanden wie jetzt und dann ja letztendlich doch ganz schöne Videos rausgekommen. Auf jeden Fall war die Resonanz, das, was ich so in den Kommentaren lesen durfte, ja, war das, was mir das gezeigt hat, das zu wiederholen. Und heute machen wir das im Grunde genommen. So, und hier haben wir das Kiholbeet, das wächst so nach und nach zu. Hier haben wir ja dicke Bohnen zwischen und so. Ein Highlight ist hier auf jeden Fall, hier unten haben wir schon eine Beete, die ist ziemlich riesig. Ja, und ansonsten gibt es hier jede Menge Mischkulturen, Kohl ist dazwischen, hier die Beeten, dicke Bohnen. Ich weiß gar nicht, was hier wächst. Koriander könnte das sogar sein. Mal gucken. Noch nicht so weiter getestet. Ja, dicke Bohnen en masse, die werden uns dieses Jahr nicht fehlen. Zucchini wurde auch schon fleißig geerntet. Die wurde jetzt auch eine so groß, dass wir die hier ein bisschen zum Trocknen gelegt haben. Jorgen, schöner Apparat. Und das Kiho-Beet gibt natürlich noch mehr her als das. Da haben wir noch die schöne rote Gartenmelde. Da haben wir eine Tomate hängen. Ja, brauche ich weiter nicht zeigen. Aber hier ist, ey, das ist ein Fest. Guckt euch das an.
Moritz macht immer was her und er hat hier echt super reingefunden. Hier gibt es auch noch andere Pflänzchen, die irgendwie dazwischen sind, aber noch nicht so ihre Zeit haben, bis auf dieses Pflänzchen. Irgendwie wächst hier eine Blume in der Blume. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Zinie. Dame scharf. Voll schön. Auf jeden Fall ein Highlight. Das haben wir beobachten dürfen, wie die nach und nach die gelben Stellen dann da aufgegangen sind. Diese. Wie benennt man das denn jetzt, wenn so eine Blüte in der Blüte wächst? Es ist natürlich alles voll bestäubt, beziehungsweise gibt die Pflanze ja so her. Ganz klar, dass es nicht die Blütenblätter sind oder eine Blume in der Blume. Ne? Alles scherzhaft von mir. Ja, ansonsten gibt es hier noch andere Pflänzchen. Hier haben wir nochmal eine Sonnenblume, eine wunderschöne Sonnenblume. Ja, richtig schön. So, Schatten wollen wir mal vermeiden. Ringelblume. Ja, und die Geschichte hier, die wächst auch wunderbar. Mit dem Rosenkohl, mit den dicken Bohnen. Und hier unten haben wir jede Menge Zwiebeln. Und ja, hier könnt ihr eigentlich schon mal so die Sturmeinwirkungen sehen. Der war nämlich hier so richtig am Hin- und Herzohren. Und hat letztendlich dann doch das eine oder andere in Mitleidenschaft gezogen. Aber die Natur findet ihren Weg. Und nun lassen wir das liegen, wie das ist. Machen wir jetzt nicht irgendwie ein Tamtam draus. Und ja, hier haben wir noch so eine Stelle, Mohn ist umgeknickt. Das ist durchaus schon etwas, was dann vielleicht erstmal noch mal eine Zeit hängt, aber nachher dann wegkommt, weil es natürlich ein bisschen stört hier. Das sind unsere Wege, wo wir durch wollen. Ja, hier der Bereich bei Flo sieht derweil so aus. Einmal mal einen Blick drauf. Da haben wir nämlich hier auch eine Tomate. Er freut sich über diese eine Tomate, die bestimmt ganz besonders schmecken wird nachher. Hier steckt auf jeden Fall jede Menge Liebe drin und das ist ja so das Geheimrezept für jeden Garten. Wer da mit Herz, Liebe, Leidenschaft rangeht, ohne seinen Kopf zu sehr zu zermartern, der wird auf jeden Fall ganz viel Schönes tanken dürfen. Ja, für den einen oder anderen bedeutet das auch Heilung. Wie mich. Deswegen mache ich das ja hier im Grunde genommen. Ich möchte auch zeigen, dass so ein eigener Garten so viel mit einem anstellt. Also mein Leben hat es verändert und ich denke mal, es geht vielen Menschen so da draußen. Ich habe jetzt hier vor meiner Nase nochmal, daran möchte ich erinnern, heute ist nämlich so brütende Hitze angesagt, 30 Grad in dem Dreh. Ich glaube, im übrigen Deutschland habe ich irgendwas von 37 Grad gelesen. Da müssen wir irgendwie, was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, also wann auch immer ihr das Video seht, so es geht um Anfang der Woche, da sollten die Temperaturen hoch. Vielleicht war es gestern im Rest Deutschland auch irgendwie sehr warm. Ich wünsche euch da alles Gute, mit eurem Garten auch durchzukommen, auch, vor allen Dingen persönlich, dass es euch gut geht. Ist nicht ohne, vergessen nicht zu trinken, habe ich gerade vom Video auch nochmal gemacht, den halben Liter. Aber wer dann halt eben auch noch Durst hat, das sind die Lieben hier. Guck mal, ist nämlich gut besucht, fliegen gerade in diesem Moment, aber ja, es wird schon ein bisschen zur Grütze, das werde ich ihm ausspülen. Ja, sie zeigen mir an, die Fliegen, dass das hier umgeschlagen ist. Okay, alles klar. Das wird mal ordentlich durchgespült gleich und dann kriegen die eine richtig ordentliche Insektentränke. Bin jetzt wohl gerade nicht so ein gutes Beispiel, aber ja, gibt ja auch noch mehr, die werde ich dann nachher nochmal alle mit Wasser befüllen. Das Ding muss hier auf jeden Fall sauber, das geht auf jeden Fall vor, das geht gar nicht, dass sie hier nichts zu trinken haben. Ganz, ganz wichtig. Vergesst das Trinken für die Insekten nicht. Ja, und oh, von hier ist der Blick auch schön. Oh, herrlich. Nicht zu unterschätzen. Also, und hier ist auch echt richtig was los. Es, überall fliegt was rum. Ja. So, hier haben wir die Tomaten. Muss sagen, jetzt zuletzt nicht mehr ausgegeizt. Auch nicht weiter irgendwie das gemacht, was man halt so standardmäßig macht. Dass die es rumwickeln da. Aber überall sind Tomaten zu sehen. Gestell steht auch. Alles stabil, hat den Sturm überstanden. Ja, und die Kresse, die macht sich hier so richtig breit. Hier haben wir auch nochmal ein Pflänzchen, was irgendwie vorher da war. Das könnte das Schaumkraut sein. Ich weiß nicht, ob das so in die Blüte schießt. Ist auf jeden Fall die Ecke. Ja, hier eigentlich ganz wild, da hätten sich beim Oregano auch jede Menge los. Ja, aber das Eckchen könnten wir da soweit abhaken. Hier möchte ich nochmal zum Vorschein bringen, nur noch die Radieschen, die hier in die Blüte sind. An den Blüten kann man auch so ein bisschen erkennen, das wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen in die lila Richtung auch gehen. Die Erfahrung meine ich, die letzten Jahre gemacht zu haben. Oh, da habe ich, hui, das gibt ja richtig Gas. Jetzt habe ich doch noch was entdeckt, hier haben wir nämlich eine Physalis. Die macht sich langsam breit und groß. Wow, hier warten dann nachher auch Tomaten. Kommen die ersten. Ja, Schatten lässt sich nicht vermeiden. Mein
Garten oder unser Garten, der geht hier immer kreuz und quer und ja, dementsprechend laufe ich jetzt auch. Ich versuche es zu vermeiden, wo es geht. Och, was herrlich. Guck mal da vorne, was da gelb anfängt. Ja, da kommen wir gleich hin. Ja, hier hängt einiges. Und hier unten kriegt auch schon eine Tomate Farbe. Das ist eine Zuckerbusch dann nachher. Ja, und die Königskerze. Ja, wunderschönes Exemplar, könnte man sagen. Ja, und hier haben wir nochmal. Guck mal, da haben wir eine wilde Johannisbeere. Ne, die braucht noch ein bisschen. Auf jeden Fall hängen hier jede Menge dran. Tomatenjahr. Ich würde sagen, das ist definitiv ein Tomatenjahr, denn so 2-3 Wochen, wir können hier schon einiges rausziehen. Es geht auch darum, für den Winter so ein bisschen sich vorzubereiten mit Soßen, also Sachen auch einmachen. Da werden wir uns einiges nur einfallen lassen. Der Flo sagte schon, kommst vorbei, kochen wir irgendwie Sachen ein. Ja, und da wird einiges noch warten, gerade mit den Tomaten und so. Dies Jahr echt spannendes Jahr, so in Sachen Selbstversorgung wieder ein Stück voranzuschreiten. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, mit den Kräutern, mit den Salben, mit den Ölen, mit Tee, ne? Habe ich glaube ich vorhin vergessen. Johanniskrauttee, was habe ich? Schafsgarbe und ach, noch und nöcher draußen auf dem Land unterwegs gewesen und Sachen gesammelt für verschiedenste Situationen. So, hier mal wieder ein Zeichen für die Goldrodung. Schaut genau hin. Es ist alles voll mit Bienen. Goldrut ist noch nicht mal überall offen. Ah, es ist so ein schönes Bild. Herrlich. Ach, schön. Goldrute übrigens auch ein Kandidat für Tee. Jetzt muss ich mal aber vorsichtig sein. Denn das ist so ein Kandidat, der gerade im Weg ist. Da muss ich mal hier so ein bisschen... Na, lasst ihr das mit euch machen? Ja, sie wissen, hier ist alles gut. So. Gar nicht so leicht. Ganz sanft wieder runter. So, so stört man die Tiere nicht. Man muss nicht überall durchballern. Wenn es mal passiert, aus Versehen und so, alles gut. Aber ja, das sind halt Lebewesen, da muss man auch mal hingucken. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht so richtig durch. So, hier. Also wenn der Rest hier dann auch noch aufgeht, da ist hier die Hölle los. Wow, richtig schön. Also Bienen, Wildbienen, Käferchen sieht man hier auf jeden Fall. Schmetterlinge, fliegt hier gerade links vorbei. Ja. Schöner Ort. So, nebenan wird gerade gemäht auf dem Sportplatz. Das werden wir nicht vermeiden können, dass das irgendwie mit ins Video findet. Und wir tingeln mal kurz vorm Garten, denn vorm Garten ist es auch sehr schön. Wenn man da mal drauf guckt. Und da gibt es, glaube ich, da links gibt es gleich noch was zu zeigen. Oh, ich habe was entdeckt. Na, die Gartentür geht nicht zu. Soll auch gar nicht. Warum will ich das denn zumachen? So, guck mal her. So sieht es vom Gartenzaun aus. Hat mir auch jemand geschrieben, dass er hier war gerade vor ein paar Tagen und einmal im Gartenzaun vorbei. Nachricht habe ich entdeckt, vielen Dank. Es freut mich, dass ihr da eure Freude hattet, den Garten mal hier so zu sehen. Ja, und ich sehe hier schon Sachen, die ich definitiv mitnehme. Die kommen nicht von mir, hat hier jemand hingestellt. Jo, das ist super. So geht das. Gleich mal ranholen ein bisschen. So, ein bisschen wird der Blick jetzt getrübt von den Sachen, die ich gleich noch in den Garten holen werde. Ja, aber wir wollen mal nicht abkommen hier vom Gartenrundgang. Und da wir schon hier vorne sind, wollte ich mir hier noch mal einmal den Stand vornehmen. Ich habe es fertig gekriegt. Nimm mit, was du verbrauchst. Lass liegen, was andere freut. Ich weiß, ihr könnt lesen. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Ja, ein Spruch, der von Klaus und Dani kommt. Ich glaube, Klaus hatte sich den ausgedacht. Ich weiß das nicht so recht. Kiel, wenn ihr euch nicht erinnert, oben rechts, wir hatten eine ganz tolle Zeit, war wirklich sehr lustig. Ja, das innere Kind ausleben können wir beide sehr gut. Hier vorne dann überall noch Wicke und hier wie angekündigt dann eine Naschtomate. Hier soll sie hin. Da unten wächst sie und wenn ich da mal gucke, da gibt es was zu naschen. Ich bin der Erste, der da jetzt nascht. Das lasse ich mir nicht nehmen. Da ist eine Sunweaver fertig. Oh, herrlich. Guck mal, was haben wir denn hier? Ups, da ist eine. Oh, die ist noch nicht ganz fertig. Beide nicht so ganz. Aber ich glaube, die ist schon essbar, oder? Nee, die kann noch ein bisschen. Ja, schade. Okay, soll noch nicht sein. Ist gut. Voll okay. Ja, und die Wicke und Tomaten vertragen sich, wie ihr sehen könnt. Und dann soll das hier nachher irgendwie davon längst, dass die Leute halt irgendwie mal andere Tomaten auch kennenlernen. Ich weiß, mittlerweile wird schon bunter.
wenn man sich da welche besorgt, aber gerade bei dieser De Sanviva geschichtlicher Hintergrund finde ich ganz wichtig. Ich dachte mal, vielleicht hier auch informationsmäßig mal was aufzählen. So, gucken wir mal weiter. Ist ja noch mehr los im Garten. Und zwar hier ganz wunderbar Blühwiese. Ah, hier ist so viel Verschiedenes drin. Ich möchte einfach nur die Bilder mal für sich sprechen lassen. Bei ein paar Sachen möchte ich helfen. Ringelblumen sind klar zu erkennen. Wir haben auch eine schöne gelbe dazwischen. Wow, guckt euch die Vielfalt an. Ich drehe durch. Echt. Hier ist richtig was los. Ja. Borage und gerade Verzehr immer sehr beliebt. Guckt euch das an. So. Ja, hier ist das Tomatendach. Hier hatten wir ein paar Unfälle. Da muss ich dann doch mal mein Gesicht nochmal vor die Kamera schieben. Und zwar ist das so, dass wir hier die Konstruktion soweit fast fertig hatten. Und ich mir gedacht habe, mit noch so ein paar Verstrebungen, die dann drunter liegen und Eigengewicht hält sich das. Aber der Sturm war so heftig, dass quasi die Dinger, sie liegen jetzt da, hier rausgezogen, die sind uns auf die Tomaten gefallen, auf den Kohl, also hier ein ganzer Ast abgebrochen. Da, ja, und überall, wo das war, kommt jetzt die Braunfäule, ist schade. Aber gehört dazu. Ich denke, wir werden, also ich sag mal, wir können es ja mal versuchen, noch ein bisschen Ernte zu holen dadurch. Aber wenn es dann gefährlich viel mit Braunfäule wird, ist das auf jeden Fall ein Kandidat. Oder sind das Kandidaten? Ich glaube mal zwei, drei Pflänzchen würden hier dann verschwinden, alle die es abgekriegt haben. In so eine Peitsche vom Stock von oben und dann gleich zwei, dreimal. Dreimal ist es uns jetzt passiert. Ja, das hält so eine Pflanze dann nachher nicht aus. Ist so, ein paar Pflanzen weniger, aber ich würde sagen, in der Hülle und Fülle, die wir da haben, definitiv verkraftbar. Ja, da kommen überall Tomaten, könnt ihr sehen. Wir haben auch eine Reisetomate, die erste, die durchgekommen ist, aber die Pflanze hier ist auch betroffen. Ach, witzig, wie die am Anfang aussieht. Jo, so sieht's hier aus. Das System kennt ihr ja, wer nicht, kann ja mal irgendwie oben rechts reingucken. Ein bisschen was zu Freilandtomaten, da ist das System mit gezeigt. So, und wir tingeln hier mal wieder zurück und schauen uns den Teil hier an. So, was haben wir denn hier? Hier wächst was. Auch Speisechrysanthene. Eine Sonnenblume kommt sogar hier noch, da haben wir ein bisschen Salat. Die haben wir irgendwie nie geerntet, der ist irgendwie mehr für die Tiere da. Hier überall, Sonnenblume hat sich hier eingeschlichen. Erste Zwiebeln sind schon größer, auch an anderer Stelle. Dicke Bohnen, der Kohl, der kommt nicht, an anderer Stelle dafür schon. Ha, siehste, gerade von geredet. Da ist der Bogoli, oder da war gerade ein Tada drin. Ja, hier Stangenbohnen, spontan irgendwann mal hier noch rein. Die lenke ich jetzt hier so ein bisschen rüber, dass das hier rüber geht. Ja, und dann Mangold, Kartoffeln, hier haben wir auch noch einen Brokkoli, wie es aussieht, der hochkommt. Dann die Erbsen, die ersten Schoten tragen, das läuft hier auch, die halten sich selber. Drei Stöckchen habe ich irgendwie rein, mehr muss man nicht machen. Braucht man keinen Aufwand betreiben groß. Und dann haben wir hier noch den Grünkohl, der auch mittlerweile saatgutreif ist quasi. Ja, so. Mehr brauche ich nicht zeigen. Kapuzinerkresse haben wir überall mal zwischen. Das wären dann so die Bodendecker für den Rest des Jahres. Die machen sich langsam breit. Die sind überall mal zwischen. Da haben wir zwei, drei Stück. Da eine, da. Also es wird hier riesig. Da können wir ordentlich ernten, wenn wir wollen. Können wir auch mal einkürzen. Auch wenn wir es nicht so gerne machen. Ja, so sieht es hier aus. Ist es nicht schön? Ein herrlicher Ort. So, wir sind aber noch nicht durch und ich würde sagen, wir laufen hier nochmal längs. Hier, Grote Gartenmelde, super Salatkandidat. Der eine oder andere mag die großen Blätter zwar nicht, aber das ist ja dann letztendlich Geschmackssache. Ich würde immer alles verwerten, könnt ihr wie Spinat verwerten oder halt salatmäßig. Ist eine richtig schöne Sache. Oh, was herrlich. So, ich gucke mich gerade mal um, ob hier irgendwas noch zu finden ist in Sachen Libellen gerade spontan. Nee. Denn die sitzen gerne auf solchen Stöckern drauf. Also ich kann euch das empfehlen. Alles, was so stöckermäßig oben rausguckt, da sitzen die gerne mal drauf. Da haben wir was hier. Deswegen haben wir davon auch so viel. Auch hier die unteren Sachen auch sehr beliebt. Auch bei Vögeln. Ja. So, schauen wir mal weiter. Viel Zeigenswertes. Hier haben wir die Bananenpflanze weiter nicht drum gekümmert. Also die kann durchaus mal Power gebrauchen, beziehungsweise auch Wasser, wie ich sehe. Ja, drei Tage nicht da gewesen. Ja, Garten kann man gut mal auch sich selbst überlassen. Hier an der Seite sieht es auf jeden Fall besser aus als an
anderen, denn ja, hier ist der Sturm nicht so durchgepeitscht. Auf der anderen Seite schon, haben wir ordentlich was verloren. Hier nochmal, da unten wächst eine Gurke, da wächst noch eine Tomate, Kapuzinerkresse und jede Menge. Also hier, das wäre ein Ort gewesen, wo wir eigentlich bei wollten, aber jetzt wächst uns der Garten über den Kopf. Das hat so gewuchert und die eine oder andere Stelle, da gibt es natürlich ein bisschen Handlungsbedarf. Oh, das ist ja gut. Na, gleich mal ein paar Akeleisamen verteilen. Hier überall Äpfel, guckt euch die Trauben an hier. Wow! Der hat so viel Liebe bekommen dieses Jahr, dass er so gut dasteht. Wir freuen uns so dermaßen über Äpfel. Ja, hier ist ein bisschen dünner an manchen Stellen. Haben auf jeden Fall jede Menge Äpfel auf der Seite unten gesehen. Aber wenn ich das so betrachte, also hier ist es ziemlich leer. Ja. Aber da sollte schon was bei rumkommen. Ich freue mich auf den Apfelsaft. Ich freue mich auf den Apfelmus. Ich freue mich auf die frischen Äpfel. Ach, das wird herrlich. Also wieder so ein Teil abgedeckt, was Selbstversorgung angeht, wenn wir das dann nachher auch umgesetzt kriegen. So, hier haben wir eine Möhre. Zeigenswert. Ich träume davon. Ne. Okay. Seht ihr das? Hier ist was abgeknapst. Ich hoffe nicht, dass sie hier die Blüten fressen. Das ist eine... habe ich Radieschen gesagt? Möhren. Das ist auf jeden Fall eine Möhre. Will eine Blüte... Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, definitiv gehört zu noch Highlights, die ich da... Ja, also hier, da ich sowieso Hunger habe gleich noch, die ist nicht so groß, kann man noch länger warten, aber ich nehme die mit, weil ich ein bisschen Hunger habe. Och, ist die lütt. Naja, hier haben wir mal eine gelbe Möhre. So, hier ist alles dicht gewachsen, aber das soll auch so, das lassen wir ganz bewusst so in dem Bereich. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle, haben wir da noch ein bisschen naschen dürfen. Die Johannisbeerzeit ist vorbei. Hier sieht man das noch, da ist noch ein bisschen was angeknabbertes, aber das war es dann auch. Ja, wo können wir da noch ein bisschen was zeigen? Also hier hinten ist nicht wirklich was passiert, aber da vorne, da können wir mal hier unten gucken. Salat schießt in die Höhe. So sehen die Buschtomaten derweil aus. Das Dach, ja, die kommen doch nach oben. Nach hinten wollen wir noch ein bisschen was rausführen. Ich sehe das gerade, wächst das da durch? Nö. Gut, dann können wir noch ein bisschen lenken. Ja, aber überall Tomaten dran. Das wird bestimmt noch spannend hier. Ja, cool. So, und dann schließt sich langsam der Kreis, würde ich sagen. Das ist wieder eine Geschichte, die ich auf dem Sperrmüll gefunden habe. War ein bisschen dreckig vom Lagern oder so. Aber ich glaube, wenn man da nochmal richtig beigeht, geht hier der letzte Kram auch noch raus. Der Regen hat schon gearbeitet. Und dann haben wir wieder so eine schöne Hängeschaukel hier. Ja, auf jeden Fall sehr brauchbar. Die Tomate hier vorne hat auch einen guten Schub. Das Ding wollten wir noch... Oh, es reicht langsam. Zip. So ein bisschen hier auf die andere Seite steuern. Mit zwei Triebe. Ich glaube, das war die Cherny Prince nachher. Bin mir nicht mehr so sicher. Ich meine schon. Dahinter haben wir auch noch eine versteckt. Das war jetzt nicht so der Ort, der richtig am Boom war. Ja, so sieht es derweil aus. Jetzt haben wir auch echt einiges gesehen. Einiges ist passiert. Einiges ist am Wuchern. Genug, was ich nicht angesprochen habe. Ui. Ja, hier ist auch mal wieder frei. Mag da schon irgendwo durchzugehen, aber der Bereich hier, wenn ich mal eine Schubkarre habe oder so, dann sollen mir die Sachen nicht im Gesicht rumwählen. Also an allen Ecken gibt es was zu tun. Und ja, also Sensen und so, jetzt sehe ich noch was. Hier waren wir nämlich gar nicht. Also wir hatten dieses Jahr richtig tolle Erdbeerernte. Reicht jetzt nicht, um große Desserts zu machen oder so oder andere Geschichten, aber zum Naschen war es ja gedacht und nichts Größeres, da soll kein Aufwand hinterstecken, soll als Nahrungsergänzung oder als Grundnahrung natürlich dienen, aber in der Form dann erstmal ein bisschen gemäßigt. Da kann man in den Folgejahren dann irgendwie gucken, wie man das dann noch haben möchte. Ich glaube, Flo und ich wollen mehr davon. Erdbeeren ist schon was Schönes. So, und hier haben wir halt noch Radieschen. Da ist eine Spur Möhren, Radieschen. Und da haben wir nochmal Mangold. Ja, wächst soweit gut. Fehlt aber überall Wasser, wie ich sehe. Ja. Gut.
Ein Schmetterlingstanz. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen konntet. Das war so schön. Aber ich glaube, ihr konntet euch das vorstellen. Da kamen drei. Einen, den ich verfolgt habe, gerade mit dem Video. Und was ein Spektakel. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich kann auch nicht so lange hochgucken. Ja, wir sind durch, ihr Lieben. Also, eine Sache möchte ich noch loswerden jetzt zum Schluss. Wer gerade so bei Kräutern und Wald und so interessiert ist, ich habe ja noch einen Kanal, der Waldschrat jetzt seit kurzem, wo ich mir gedacht habe, die Videos aus den Wäldern, die koppel ich aus, da fühle ich mich noch ein bisschen freier, ich habe auch ein bisschen mehr Kreativitätsmöglichkeiten, also meinen Horizont kann ich da frei gestalten. Und dementsprechend fand ich das eine gute Sache und das fühlt sich auch gut an. Da sind jetzt erstmal weiter keine Videos gekommen. Gleicher Grund wie hier, private Sachen standen halt da irgendwie an erster Stelle. Unfall noch dazwischen, ja, verschiedenste Sachen. Aber ich möchte da gar nicht einsteigen, sondern ich bin im Guten, mir geht es gerade gut. Ich bin auch froh, hierher gegangen zu sein. Zu Hause fiel mir die Decke auf den Kopf. Das fängt auch langsam an, echt zu brüten. Wie viel Grad haben wir denn? Da können wir noch mal kurz gucken. Moment. Ich habe gleich noch ein Anliegen, bitte dranbleiben. Da. Ja, sind schon hier 34 Grad hier an der Stelle. Ja, aber das Ding wird ein bisschen wärmer sein. So, hier vorne habe ich noch was vergessen. Das Milpa-Beet sieht derweil so aus. Also die Kombination aus Mais und Bohnen, die gibt es hier auf jeden Fall. Da kommen die ersten etwas größer, werden auch angeknabbert. Die sind überall verteilt, werden dann nachher hochwachsen. Ja, und auch vom Kürbis her sieht super aus. Hier unten ist einer zu sehen, den habt ihr drüben auch schon gesehen, aber auch die Hokkaidos. Ja, wie komme ich da denn jetzt hin, um euch das zu zeigen? Ich glaube mal so. Der gelbe Punkt in der Mitte, oder orange ist er schon. Jetzt soll gut sein. Ich bin überall rumgegangen, es ist wunderschön. Ich hoffe, ihr verwirklicht euch für euch auch nach und nach euren Traumgarten, bezieht die Tier- und Pflanzenwelt mit ein. Und ich glaube, das wäre für uns alle ein Gewinn, wenn wir da so viele wie möglich um uns herum anstecken. Und das können wir nur, indem wir als gutes Beispiel vorangehen, denke ich, ist das mit der Permakultur ein guter Weg. Oder Naturgärten und so. Ich möchte hier niemandem was aushängen. Bitte Gärtner, wie ihr wollt. Wenn ihr Freude habt, die Videos einfach so zu gucken, alles gut. Ich mache da niemanden Vorwurf. Ich möchte einfach nur anstecken mit dem, was ich mache. Und wer sich davon anstecken lässt, der freut es mich dann. Und wer dann nicht mag, ist völlig okay. Jedem das Seine. Okay, und hiermit verabschiede ich mich. Sag vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr so weit gekommen seid. Genießt den Sommer. Bleibt gesund. Bleibt im Licht und in der Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Und ich bin weg.